Es war ganz klar, das Kind wird abgetrieben. Ich darf es niemandem sagen. Das war so ein Tabu, das ging gar nicht. Und alles sollte wieder schön sein. Ich sollte wieder zur Schule gehen, meinen Abschluss machen. Ich war innerlich völlig schwarz, völlig leer. Mit 15 Jahren erlebt sie eine traumatische Abtreibung. Einsamkeit ist damals das prägende Lebensgefühl von Christiane Grabe. Als junge Frau sucht sie verzweifelt nach dem Sinn im Leben. Und als sich alles zum Guten zu wenden scheint, erleidet sie bei einem dramatischen Unfall so schwere Kopfverletzungen, dass die Ärzte sie aufgeben. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Christiane. Hallo Jennifer. Wow, was für ein Leben. Lass uns ruhig mal eintauchen in dein Alter, wo du 15 Jahre alt warst. Da hast du erfahren, dass du schwanger bist. Was ging da in dir vor? Ja, ich habe mich nie wieder so starr und leblos und blockiert gefühlt wie an dem Tag. Ich habe das ja erst beim Frauenarzt gesagt bekommen. Ich war mit 14 mit meinem Freund zusammen und Verhütung war mir ganz wichtig. Ich musste alles kontrollieren und bloß nicht schwanger werden und habe mir also die Pille verschreiben lassen. Und wir haben dann unsere Freundschaft gelebt mit Höhen und Tiefen. Und dann wurde mir aber nach 6 Monaten auf einmal öfter übel und ich musste mich übergeben, konnte nicht mehr mit in die Diskos gehen, weil ich den Rauch nicht mehr abkonnte. Und dann ist meine Mutter nach 4 Monaten oder 3,5 mit mir zum Gynäkologen Die gegangen. hat gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Wollen wir mal Genau. lieber abchecken lassen? Ja, und dann untersuchte der mich und sagte, ja, 4. Monat schwanger. Und da war ich, da wusste ich gar nicht, das kann nicht wahr sein, das ist ein Traum, ich muss jetzt aufwachen, das ist nicht wirklich. Und das blieb aber so, ich wachte nicht auf und meine Mutter verhandelte dann mit dem Frauenarzt, was jetzt zu machen ist, dass das Kind natürlich in keinem Fall geboren werden kann und wie man das jetzt hinbekommen könnte, Direkt beim ersten Termin. gleich beim ersten Wow. Termin. Und ich wurde nicht gefragt, der Frauenarzt saß da, ich hier, meine Mutter hier und dann wurde über mich gesprochen, aber so, als wenn ich gar nicht im Raum wäre. Was hast du Und gedacht? ich konnte gar nichts denken. Was ist Start? Ich war wie eingefroren. Ja. Ich konnte nichts denken. Ich habe mich wie in einer falschen Person gefühlt. Wir sind sprachlos nach Hause gefahren. Ich habe nichts gesagt. Anschließend zu Hause bin ich nur in mein Zimmer gegangen. Ich konnte weder weinen noch lachen. Es war ganz klar, das Kind wird abgetrieben. Ich darf es niemandem sagen. Warum? Also, Warum war das klar? das war für meine Mutter einfach eine so schlimme Verfehlung. Das war so eine Scham für sie. Und das war gar nicht die Frage, wie es mir geht, sondern es war, ich glaube, für sie war das auch ganz schrecklich. Und sie hatte Angst, den Ruf zu verlieren, oder was ging da? Ja, ganz sicher. Also vor der Familie, vor der Verwandtschaft, Das so gehört sich nicht so nach dem peinlich. Motto, Also okay. die Tochter, uneheliches Okay. Kind, ganz, also gar nicht denkbar, Ja. überhaupt nicht denkbar. Und ja, und dann wurde eben an dem Abend beschlossen, das Kind wird also abgetrieben. Was hat es mit dir gemacht? Ja, mich hat das, ich hatte auch vorher schon keine sehr glückliche Kindheit. Ich habe mich immer einsam gefühlt, hatte jetzt nicht direkt Selbstmordgedanken, aber dass ich schon so ein Loch hatte in mir. Was soll das alles? Es ist sehr mühsam zu leben. Ich musste viel Rücksicht nehmen auf meine Mutter. Auf vieles musste ich Rücksicht nehmen. Und dieses Gefühl, ich bin nicht richtig. Also irgendwas ist an mir nicht richtig. Ich muss das alles kontrollieren. Und jetzt war was ganz Schlimmes passiert und ich war völlig machtlos. Ich durfte dann noch meinen Freund anrufen den nächsten Tag, dass er nach der Arbeit kam.
und ihm dann vor der Haustür erzählen, dass ich jetzt schwanger bin und dass das Kind abgetrieben werden soll. Och, das fand er auch gut, weil er auch einen schwierigen Vater hatte und der hätte das auch sicher nicht so toll gefunden. Also sein Leben konnte so weitergehen. Er war in der Ausbildung, ich ging noch zur Schule. Und da passte jetzt ein Kind ja gar nicht. Also überhaupt das mal zu denken, man bekommt ein gemeinsames Kind, das war ihm, glaube ich, so fern, wie es meiner Mutter fern war. Und dann bin ich wieder reingegangen und bin dann auch eine Weile, durfte ich nicht in die Schule gehen. Aber dann durfte ich schon wieder in die Schule gehen, weil der Abtreibetermin dann auf die Zeit gelegt wurde, wo unsere Klasse Abschlussfahrt gemacht hat. Okay. Und dann durfte ich in der Schule nur sagen, ja, ich habe Magenprobleme, ich kann leider nicht mitfahren, ich muss in der Zeit ins Krankenhaus, ich habe Magengeschwür. Das wurde verschwiegen. Das wurde deine verschwiegen. Schwangerschaft, ja. Ich habe es nur einer Freundin gesagt, sonst wusste es niemand. Und ja, dann sind die zur Klassenfahrt gefahren und ich kam eben ins Krankenhaus. Und bis dahin konnte ich nicht weinen und auch nicht. Ich war nur angstgesteuert. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das Kind behalten, das konnte ich auch gar nicht denken. Also diese Möglichkeit gab es gar nicht. Das war so ein Tabu, das ging gar nicht. Und dieses Gefühl, wenn ich jetzt was mache, gegen den Willen von meinem Freund, dann lässt er mich vielleicht fallen. Da hatte ich totale Angst. Ich wollte, dass es bloß nicht auseinandergeht und dass ich nicht einsam bin. So. Das war eine prägende Kraft bei dir, diese Angst vor dieser Einsamkeit. Ja. Du hast dann die Abtreibung durchführen lassen. Ja, wie ging es dir danach? Das erste Gefühl war, oh, mir ist gar nicht mehr übel. Das war was Positives. Und dann fing ich aber langsam an zu merken, jetzt war was ganz, ganz Wichtiges in meinem Leben passiert. Richtig bewusst ist mir das eigentlich erst geworden. Ich war ja auf einer Säuglingsstation, also gynäkologischen Station. Als die Babys dann weinten und ich dann nachts vor dem Babyzimmer stand, da gab es noch nicht so Rooming in, wir waren noch in so einem Kinderzimmer, konnte ich vor der Glasscheibe stehen. Und als ich diese kleinen Wesen gesehen habe, da habe ich angefangen zu weinen und da habe ich auch wirklich nächtelang durchgeweint und habe gesehen, dass ich was ganz, ganz Einschneidendes habe zugelassen und könnte das nie wieder rückgängig machen. Also dieses Absolute und auch ein totales Versagungsgefühl. Also du hast jetzt versagt, du hast diesen kleinen Menschen in dir nicht geschützt. Wozu bist du noch in der Lage? Also was kannst du eigentlich? Du bist zu nichts wert, du kannst dieses dunkle Loch, was ich ausbreitete, dass ich wirklich wie im, also vorher war meine Kindheit nicht easy. Ich bin auf weichem Moor gelaufen, habe immer geguckt, dass ich nicht einbreche, schön die Kontrolle behalten. Und jetzt auf einmal konnte ich nichts mehr kontrollieren. Ich war im Moor versunken, ich war starr, jetzt war was mit mir passiert und ich sollte jetzt aus diesem Moor wieder auftauchen und alles sollte wieder schön sein. Ich sollte wieder zur Schule gehen, meinen Abschluss machen, meine Lehre machen und ja. Hat das funktioniert? Ja, dass äußerlich. Dass du einfach so weitergemacht hast? Äußerlich. Äußerlich hat das funktioniert. Meine Eltern, mein Bruder, mein Freund haben mich dann im Krankenhaus besucht. Ich musste eine Woche da bleiben, haben mir Schokolade und Saft mitgebracht. Also wirklich, als wenn ich jetzt den Blinddarm entfernt bekommen hätte. Und ja, und ich saß da und war auch freundlich und war ja auch alles gesund, war ja alles okay. Die Sonne schien. Es war Frühjahr, aber ich war innerlich völlig schwarz, völlig leer. Und der Anspruch an sich selber zu haben, du musst funktionieren,
die anderen erwarten das von dir. Da gibt es auch, also sei nicht undankbar, sei dankbar, dass du so gut hast, dass du alles hast und dass es dir so gut geht. Und jetzt geht es doch weiter, dein ganzes Leben liegt noch vor dir, dir ist nichts verbaut worden, du kannst jetzt in die Lehre gehen, ich hatte einen Ausbildungsplatz zur Optikerin. Das war alles natürlich, vom Kopf her war das alles top. Klasse. Wie war denn dein Lebensgefühl in der Zeit? Ich war traurig, dass ich bei der Abtreibung nicht gestorben bin. Hatte das auch was zur Folge? Wie bist du damit umgegangen, mit dieser Dunkelheit in dir, von der du gerade sprichst? Eigentlich nur, indem ich finstere Gedanken hatte und indem ich auch nicht unbedingt freundlich und barmherzig mit mir war, sondern sehr hart und sehr streng. Wie hat sich das geäußert? Dass ich von mir viel erwartet habe. Also ich habe dann gedacht, so Christiane, jetzt musst du dich anstrengen. Jetzt musst du einen ganz guten Schulabschluss machen. Jetzt musst du einfach leisten. Diese Freundschaft ist leider auf eine sehr ungute Weise zu Ende gegangen. Und mit dem Jungen, mit dem du zusammen das Kind erwartet hattest ursprünglich. Genau. Ja. Und danach habe ich in einen Modus umgeschaltet. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich gebe jetzt mein Bestes. Und dann wird es auch irgendwann gut werden. Hattest du Lebensmut? Also hattest du? Ich hatte nicht Lebensmut, aber ich hatte Lebenskraft. Ja. Ich habe gekämpft. Mhm. Ich habe gekämpft, dass das, was die Leute von mir erwarten, dass ich das liefere. Okay. Ja. Du hast gerade schon erwähnt, du hast ja dann die Lehre zur Optikerin durchgezogen und hattest dann da ein besonderes Erlebnis mit einem der Angestellten, mit einem Kollegen. Ja, das war nach der Lehre und das war ein ganz junges Team. Da war ein neuer Arbeitskollege und der war vor 2 Jahren zum Glauben gekommen. Der war in der Landeskirche und der erzählte immer sehr fröhlich am Montag, wenn wir in der Werkstatt saßen und Gläser geschliffen haben, Brillen montiert. Ja, gestern war ich im Godi und das war wieder so eine tolle... Godi, Gottesdienst. Genau. Mhm. Und es war eine tolle Predigt und ich habe so gedacht, eine Predigt, dass die toll sein kann. Und ja, wer ist dieser Jesus? Nee, also das war alles... war mir ganz fremd. Ich hatte dann einen neuen Freund, wir haben die erste Wohnung bezogen, hat alles Spaß gemacht. Ich habe viel gearbeitet, habe die Wohnung renoviert, habe Schränke abgebeizt, also habe immer irgendwas gemacht, habe mich abgelenkt, habe nicht drüber nachgedacht, sondern es war klar, Christiane, dein Leben ist top, es ist nicht alles worüber gut. Worüber nachgedacht? Über mein schwarzes Loch. Mhm. Wenn das aufkam, warum machst du das eigentlich? War immer klar, du bist undankbar. Sei zufrieden, du hast es gut. Wie würdest du das schwarze Loch definieren? Was war da? Eine tiefe Sehnsucht nach Angenommensein, nach Ruhe, nach Frieden, nicht mehr getrieben zu sein. Das hast du gespürt, auch in deinem Lebensgefühl, dieses Getriebensein. Ja. Ich hätte das auch, wenn man mich so konkret gefragt hätte, hätte ich auch sagen können, ja, ich bin deswegen immer unterwegs und mache irgendwelche neuen Sachen, weil ich Angst habe, nachzudenken. Und weil ich da gar nicht weiterkomme. Also, dir war klar, da rumort irgendwas in dir. Und jetzt kam der Kollege und erzählt da jeden Montag fröhlich vom Gottesdienst, was er erlebt hat. Was ist da bei dir hängen geblieben, auch von seinen Erzählungen? Also bei mir ist hängen geblieben, dass ich gedacht habe, eine Frage, die er mir gestellt hat. Wenn es Gott gibt, dann ist es doch schade, wenn du ohne ihn lebst. Diese Frage, die hat mich nicht losgelassen, dass ich so gedacht habe, wenn da wirklich jemand ist, der mich sieht, der mich lieb hat, so wie der Gerhard das dann gesagt hat, dann wäre es wirklich schade, wenn ich immer so tue, als müsste ich die Liebe aus mir selber ziehen oder meine gute Laune oder
immer aktiv zu sein. Wenn es da eine Kraftquelle gibt, dann wäre ich ja eigentlich schön doof, wenn ich die nicht kennenlerne. Und daraufhin habe ich mich mit den 5 Weltreligionen beschäftigt, okay, habe mir Bücher besorgt, habe viel gelesen und mich damit auseinandergesetzt. Leider gab es damals noch keine YouTube-Filmchen, sonst wäre das ein bisschen schneller gegangen. Und dann war eigentlich für mich klar, als einzige Religion bleibt das Christentum über. Warum? Wenn es wirklich einen Gott gibt, dann muss dieser Gott auch ein Gott sein für alle Menschen, nicht nur für einen gewissen Teil. Und bei allen Weltreligionen ist das so, dass ich durch Leistung, durch ein Leerwerden eine Beziehung haben kann mit dem großen Gott. Aber dieser Gott kein persönlicher Gott ist, sondern ein sehr ferner Gott. Auch mit diesem Gott kann ich nicht direkt in Verbindung treten, sondern ich muss ihm gefallen. Ich muss was für ihn leisten. Auch Sachen, dass ich eben nur einfach mein Karma annehme, wie im Hinduismus, und so weitermache in meiner Kaste. Das ist jetzt nicht unbedingt Leistung, immer mehr tun. Aber ich kann nicht an einen Gott glauben, der nur für eine bestimmte Gruppe, vielleicht auch nur für eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe da ist, sondern wenn Gott der Gott ist, der wirklich unendlich groß ist, dann muss der für alle da sein. Also das war schon mal der Christengott, der wirklich alle Menschen lieb hat und der Schöpfergott ist. Das war für dich einleuchtend an der Stelle, dass du gemerkt hast, okay, das macht für dich Sinn. Das macht für mich Sinn. Das macht für mich Sinn. Und jetzt hattest du ja von dieser Reise, du hast dich ja quasi ganz rational mit Büchern irgendwie wälzen da auf den Weg gemacht. Was hatte das noch zur Folge? Also was haben diese Recherchen auch dann bei dir bewirkt? Vielleicht auch ganz emotional. Also das Spannende war jetzt im Christentum, dass das ein Gott ist, der nicht nur riesengroß ist und alles erschaffen hat, das Weltall und die Galaxien, die noch dahinter sind, und auch mich und all das, was ich sehe und auch all das, was ich nicht sehe, sondern dass Gott selbst Mensch geworden ist. Und da zu verstehen und nachzulesen in der Bibel, eben in die ja nun 3000 Jahre Text umfasst, dass Gott von Anfang an den Masterplan hatte, Jesus auf die Welt zu schicken. Also im Alten Testament gibt es ganz, ganz viele Stellen, auch wenn da 100 Jahre dazwischen liegen, eine Hinführung auf Jesus, dass Jesus kommen wird, dass Gott selbst Mensch wird, um uns zu erlösen, also um quasi noch tiefer zu gehen als meine Abtreibung, also noch in noch Schlimmeres zu kommen, um das wegzunehmen, damit ich rein bin vor dem heiligen Gott. Quasi Jesus ist so ein Dreckfilter, also so ein Sündenfilter, dass ich mit Gott, meinem Schöpfer, in Verbindung treten kann und verstehen kann, dass Gott mich wirklich unendlich lieb hat. Und dazu musste er selber auf die Welt kommen. Also das war mir dann auch klar. Da hätte ich jetzt auch keinen besseren Vorschlag gehabt, um uns Menschen das deutlich zu machen. Ja, und dann habe ich angefangen, im Kopf das durchzudenken und fand das für mein Hirn, fand ich das logisch genug. Du hast dann also dem Christentum eine Chance gegeben. Genau. Ja, wie hast du das angestellt? Ja, ich hab das ganz einfach gemacht. Es war ein ganz normaler Tag. Ich weiß nicht, ob ich da frei hatte oder ob Wochenende war. Ich war jedenfalls alleine in der Wohnung und es war auch ganz klar, es ist jetzt, die nächsten Stunden ist keiner da. Da habe ich mich unter das Fenster gesetzt. Wir hatten so eine Dachwohnung und habe mich hingesetzt und habe gesagt, so Herr, wenn es dich jetzt gibt und wenn du deinen Geist wirklich gesendet hast als Tröster, dann sage ich dir jetzt alles, was mir auf dem Herzen liegt. Und dann habe ich da lange gesessen, denn ich hatte viel in meinem dunklen Loch drin und habe das alles gesagt. Und habe da gesessen und geweint und dann wieder weiter erzählt und habe
habe gemerkt, dass in mir ein ganz tiefer Frieden eintritt, eine ganz tiefe Ruhe und eine Sicherheit. Christiane, was du jetzt machst, das ist ganz, ganz richtig. Also wenn du andere Sachen auch schon gut gemacht hast, aber was du jetzt machst, das ist das Beste, was hier passieren kann. Das habe ich da gedacht. Ja, und dann habe ich da gesessen und dann war es dann auch irgendwann um. Dann bin ich aufgestanden und habe, weiß ich nicht, was gemacht. Und dann ging mein Alltag weiter. Und ich hatte aber das Gefühl, dass es ruhiger wird. Was war mit dem dunklen Loch und der Einsamkeit? Ich würde sagen, da fing es an, also wenn man so einen schwarzen Raum nimmt und da stellt man in eine Ecke eine Kerze, dann fängt die Kerze an, das Ganze irgendwie heller zu machen. Und so war das an dem Nachmittag. Da war das so, jetzt ging die Kerze an. Und danach wurde die Kerze immer größer und es war so, dass ich gemerkt habe, ich kann, sobald wieder dunkle Gedanken kommen, du bist nichts wert, das hast du falsch gemacht, der hat dich nicht lieb und so weiter, dass ich dann mich besinnen konnte, okay, aber Jesus, du hast mich lieb und du bist bei mir. Okay. Und ich habe keine Stimme gehört und es ist kein Blitz passiert, aber ich habe in mir gespürt, es wird was anders. Ich darf heil werden. Ja. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Was war denn mit der Angst vor der Einsamkeit? Ja, die gab es nicht mehr. Okay. Das heißt, dein Leben hat sich zum Guten gewandelt. In dir ist was frei geworden, was leicht geworden. Und gleichzeitig gab es dann nochmal einen massiven Einschnitt in dein Leben. Möchtest du davon erzählen? Meinst du den Unfall? Ja. Also ich bin immer mit dem Fahrrad zur Fachhochschule gefahren und Lindenthal, das ist eine große, sehr befahrene Straße und da ist ein Auto gekommen und hat mich von der Seite angefahren. Ich bin über das Auto drüber geflogen und mit dem Kopf aufgekommen. Aber das weiß ich alles nicht mehr. Filmriss. Welche Prognose haben denn die Ärzte gegeben? Ja, also als ich war dann 7 Tage im Koma und von diesen 7 Tage Koma weiß ich nichts mehr. Kannst dich an nichts mehr erinnern. Ich kann mich nicht an nichts erinnern. Meine Mutter war da, als ich aufwachte und hat dann gesagt, oh Christiane, wie schön du lebst. Also weil es wirklich sehr, sehr auf der Kippe stand. Genau. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, oh, wie schade, dann kann ich nicht mehr mit den himmlischen Heerscharen singen. Okay. Das habe ich gesagt, aber ich weiß es nicht. Du weißt es nicht mehr. Okay. Es wurde mir nur berichtet, dass ich es gesagt habe. Und ich konnte mich rechtzeitig nicht bewegen. Also ich war rechtzeitig gelähmt. Ja, und da habe ich, also die Schwestern, die waren total lieb auf der Station. Und dann war für mich klar, okay, Augenoptiker Meisterschule, das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so der richtige Beruf, rechtzeitig gelähmt. Herr, du hast gewusst, dass ich eigentlich lieber bei dir sein würde jetzt. Also dieses Gefühl, mal bei Jesus zu sein, das war, als ich angefangen habe, mit Gott zu leben, schon auch eine tolle Aussicht. Ewigkeit, keine Tränen mehr, keine dunklen Löcher, keine dunklen Gedanken. Also das würde mal super werden. Von daher hatte ich überhaupt keine Angst vorm Sterben. Und jetzt war ich ja nicht gestorben. Ich hätte gerne bei der Abtreibung sterben wollen. Das hat nicht geklappt. Dieser Wunsch wurde nicht erfüllt. Jetzt war ich also rechtzeitig gelähmt und ich war fröhlich. Ich war ein ganz fröhlicher Mensch. Ich habe gedacht, ach Herr, jetzt bin ich rechtzeitig gelähmt. Das wird ja ein spannender Beruf. Bin ich gespannt, was du da vorhast. Ich soll also ja jetzt sehr optimistisch. Noch, ja, ganz fröhlich. Ja. Du hast jetzt ja noch was vor mit mir. Das war klar für dich. Das war klar. Gott braucht mich hier noch auf der Welt. Okay. Ich wusste nicht, warum. Aber ich wusste,
Das ist jetzt sein Plan. Was haben denn aber die Ärzte gesagt? Weil, wie du das gerade schilderst, das klingt ja schon ziemlich krass. Also, was du da alles hattest, was haben die dann gesagt? Ja, also das war ein ganz spannender Verlauf. Die Motorik ist ganz schnell wieder zurückgekommen. Ich bin dann in die Reha gekommen und dann war es so, dass zwei Professoren, also in Köln kann man Medizin studieren, zwei Professoren mich in ihre Hörsäle eingeladen haben. Und das war schon ein bisschen komisch, mein Gehirn dann an so einer riesigen Leinwand zu sehen und einmal mit Hämatom. Also ich hatte zwei so groß, faustgroße Hämatome im Kopf. Das war schon interessant zu sehen, dass das mein Gehirn ist und dass ich jetzt gesund bin. Und ich musste dann Turnübungen machen. Also der Professor hat gesagt, so jetzt rechten Arm hoch, rechtes Bein hoch. Dann musste ich da in dem Hörsaal vor den Studenten dann meine besondere Gymnastikstunde abhalten. Mhm. Und ein Professor hat gesagt, ja, was wir hier sehen, das ist ein Wunder. Mhm. Und die geben natürlich immer alles und versuchen, dass jeder gesund wird. Aber das war für die Professoren auch was Besonderes. Was war so besonders? Dass ich wieder ganz gesund geworden bin. Nach dieser Art von Unfall? Genau. Was hätten die dann gedacht? Also es war eigentlich klar, dass ich rechtzeitig gelähmt bleibe und dass ich auch geistig Behinderungen behalte, mhm, weil die Hämatome eben so groß waren. Und stattdessen warst du jetzt wieder? Ich war ganz gesund. Wow. Hast du irgendwie was Besonderes erlebt in dieser Zeit, wo du jetzt zurückblickst und sagst, ja, da war Gott irgendwie mit dabei, wo du jetzt ein Gefühl davon hast? Also das Gefühl ist ganz klar, dass ich weiß, wenn es wirklich ganz, ganz grenzwertig wird, wenn wirklich das Leben gefährlich ist oder zu Ende geht, dann bin ich ganz dicht bei Gott. Hm. Und jetzt, wenn ich so ganz normal, gesund bin, in meinem Alltag bin, arbeite, dann ist Gott da und das weiß ich auch, aber das spüre ich nicht so. Wie gehst du denn heute mit Ängsten um? Ja, mit Ängsten, also es gibt dann schon mal Geschichten auch, die mich erschüttern, wo ich merke, oh Mann, das trifft mich jetzt, das hätte ich mir anders gewünscht. Das Wunschkonzert hat nicht stattgefunden, es ist jetzt anders geworden. Aber ich bin nie wieder auf dem Moor gelaufen. Mhm. Es ist nie weich unter meinen Füßen. Ich gehe auf festem Grund. Was ist dein Fundament heute? Mein Fundament heute ist Jesus. Mhm. Dass ich mit ihm unterwegs bin, an seine Hand gehe. Mhm. Schön. Das spürt man deinem Strahlen ab. Vielen Dank, Christiane, dass du uns mitgenommen hast in deine Geschichte. Sehr berührend. Gerne. Nicht mehr einsam sein, sondern in der Gewissheit leben, dass Gott bei dir ist. Das ist möglich. Wenn du dir das wünschst, dann bitte Jesus in dein Leben zu kommen. Probier es einfach aus. Du kannst nur gewinnen. Bis bald.